Hi, Dilly Dolly, Leute, und herzlich willkommen zu meinen Top 3 Stages in Arcade. Bisher natürlich nur. Ich habe ja noch nicht so viel gespielt, leider. Und ja, dann fangen wir auch direkt an. Viel Spaß und ciao. So, Leute, das ist die erste Stage. Übrigens, das Video ist nachkommentiert. Ja, ein ziemlich cooler Wasserfall, muss ich sagen. Und wow, ich meine, es ist da fucking laut. Ohne Spaß. Aber ich finde, dieser Platz sieht einfach wirklich cool aus mit den vielen roten, farbigen Bäumen. Den Berg im Hintergrund. Dann in diesem hügeligen etwas. Sehr, sehr cooler Ort, muss ich sagen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber vor allem für Elfen ist es ein guter Ort. So, der zweite Place ist richtig riesig. Hier kill ich nochmal einen Wildlederbär-Typen. Und ja, der fängt nicht hier an. Das seht ihr gleich noch, wo der anfängt. Aber der Place ist auf jeden Fall richtig riesig. Es gibt richtig viele von diesen komischen Türmen. Achtung, Fail. Incoming. Und ja, also das ist eine riesige Burg, muss ich euch sagen. Ohne Witz, das Ding ist gigantisch. Also das ist unfassbar, wie groß das ist. Das ist eben eine Koboldfestung. Und ja, und vorne geht es dann weiter. Und es gibt da auch noch einige, hier ein... Also ich muss sagen, dieser Ort ist so riesig und der flasht mich immer wieder. Und ja, ich lasse das jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, richtig schnell Durchlauf, hinten durchlaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao, wenn ich euch das richtige Ende zeige. Ciao. So, Leute, ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, gebt euch, wie riesig diese Festung ist. Die Festung geht bis hier. Und ja, ich habe es euch nochmal auf der Karte gezeigt. Richtig krass großer Ort. Auf jeden Fall, wow. Richtig riesig. Man hat ja auch drei Bosse, die ich bisher besiegt habe. Hi, Leute, ich bin kurz vorm geilsten Platz, wie ich finde. Und jetzt sieht man ihn schon ein wenig. Aber auf jeden Fall, ich muss sagen, dieser Ort, Holy Mother of God. Holy Mother of fucking God. Ich meine, gebt euch diesen Ort. Allein schon das Eingangstor, übertrieben krass. Dann dieser Baum. Im Original macht es da auch noch einen übertrieben coolen Sound. Dann der Sarg davor oder was auch immer, das ist so ein Altar. Aber auf jeden Fall, mich erinnert es an den Sarg. Und da gibt es auch eine kleine Hintergrundgeschichte zu. Weil ich muss... Ja, ihr wisst ja, ich gucke viele Animes. Und da habe ich gerade... da habe ich gerade... Sword Art Online 2. Staffel geguckt. Und auf jeden Fall, da war das... Da kam ja Tekken, oder also eben diese Schwertkämpferin, die Aether, glaube ich. Nicht witzig. Aber die hatte eben in dem Anime wirklich AIDS. Und ja, auf jeden Fall, die ist dann am Ende gestorben. Und auf so einer verschwemmten Insel überm Wasser mit einem Baum drauf.
Und ich glaube auch diesen Säulen mit Kerzen. Also das hat mich dann einfach so übertrieben dran erinnert. Als wäre das da ihr Grabmal gewesen. Und weil die eben die stärkste Schwertkämpferin da war. Ja. Ich muss sagen, geil. Dazu die Gestaltung des Ortes. Alter. Es ist einfach heller als alles andere in der Umgebung. Ich meine, guckt euch den Baum an. Und dann guckt euch, wenn ich es dann mal irgendwann zeigen würde, auch an, also könnt ihr ja vorher auch gucken, wie dunkel der Rest ist. Und dann diese coolen Seerosen, wo man draufstehen kann, die anderen Sachen extrem detailliert. Generell, ich finde diesen Seelenkranz dort, also ich glaube, so heißt der Ort, extrem cool. Und da sind so, also generell, hier hinten sind, glaube ich, so gut wie nie Spieler. Aber ich sehe da noch einen. Und jetzt komme ich zu Shreks Hütte. Ne, hat mich übelst dran erinnert, wenn man diese Blätter davor wegnimmt mit dem Baum und so, aber da ist leider nicht drinne. Ja, aber ich muss sagen, ich finde diesen Ort übertrieben cool. Vor allem, das werdet ihr auch noch später sehen, das, da habe ich einfach, also weil da eben nie jemand ist, übelst die Ärzte gefunden, also übelst, was heißt übelst, eben ein paar, viele Ärzte gefunden. Und ja, das war's dann. Also hier sieht auch nochmal schön, wie dunkel es ist. Und ja, das war's dann. Und bis gleich. Ja, eben wie gesagt, hier seht ihr, wie ich mir ein paar Erze geiere. Und ja, eben ich sehe das erste so. Also das erste hatte ich da schon abgebaut. Und ja, dann finde ich noch den AFK-Spieler hier. Und ja, auf jeden Fall muss ich sagen, cool, cool, cool. Dann suche ich nach einem Aufgang, weil es war gab noch was Cooles an dem Place, dann habe ich ihn gefunden. Und dann sehen wir uns gleich wieder ohne Beschleunigung. So, und da sind wir hier oben. Auch schon relativ detailliert, muss ich sagen. Aber mit diesem Felsvorsprung finde ich diesen Place einfach übertrieben cool, um darüber zu gucken, um sich den grünen Fürst zu geben. Falls ihr es nicht wisst, der grüne Fürst ist der Baum da vorne. Bitte zeig ihn jetzt. Bitte, bitte, bitte. Komm, komm, bitte. Bitte. Bist du behindert? Okay, das bin ich, also soll ich auch nicht zu beleidigen. Aber ohne Witz, zeig doch mal bitte den grünen Fürst. Meine Fresse, ey, was ist denn daran so schwer? Na, auf jeden Fall, um auf den grünen Fürst zu gucken. Und ja. Hier seht ihr den nochmal. Schön, schön. Ciao, bis zum nächsten Video. Lasst eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da und so weiter. Ciao.